Hallo. Ja, die quatscht wieder ein bisschen, aber wir wissen ja schon, wie es weitergeht. Dementsprechend gehen wir einfach mal weiter. Ich hoffe, man versteht mich. Okay. Jawohl. So, da geht's jetzt auch weiter. Ich kann zoomen und das war's. Okay. Alles klar. Ja, das hier haben wir schon mal gesehen. Das sagt dann, dass ich halt beim letzten Mal wirklich da aufgehört habe, wo... Ah! Ich kann mich wieder ankern. How could I talk to someone who was not even human and still feel like it was perfectly normal? Das ist eine gute Frage. Ich muss noch mal ganz kurz meinen Timer anmachen. Dann geht's auch schon weiter. So, Timer läuft und ich sterbe. Finde ich gut. Das kommt davon, wenn man in seinen Tod guckt. Ich muss noch mal kurz was machen. Einen kurzen Augenblick, bitte Geduld. So. Da oben sehe ich Sammelobjekt 055. Bitte nicht wundern, dass an einem Dienstag jetzt A Story About My Uncle kommt. Das hat den Grund, ich habe tatsächlich gerade keine Unturned und keine Try-In-Aufnahmen. Deshalb hatte ich jetzt halt Bock, ein bisschen, A Story About My Uncle zu spielen. Like most of the shacks in the village were built out of trash. Trash from our world. It was, after all, a garbage disposal pad that took me. Mist. Ich hab gehofft, ich kann mich nur auf die Brücke retten. Und nochmal den ganzen Weg von vorn. Yay! Und dieses Mal. Kürze ich einfach ein bisschen ab, wollte ich sagen, bevor ich stuck war. Deshalb, ja. Man muss nur wissen, wie. Und wieder von vorn. Mal schauen, wie oft wir das heute noch sehen. Falls wir das nochmal sehen, dann schaue ich mal, wie viel wir davon drin lassen. Ich meine, im Endeffekt seht ihr immer nur den gleichen Kram. Da kam ich jetzt her, oder? Ja, sieht aus, als wäre ich von da gekommen, glaube ich. Ich weiß es aber natürlich nicht. Bin ich von da gekommen oder bin ich nicht von da gekommen? I'm kinda confused right now. And that's why I go down here. Because I don't know where this here is. Okay, interessant. Interessant. Hier ist wieder das Symbol. Okay. Ich war hier nicht, aber hier ist auch nichts. Gut zu wissen. Alles klärchen. Ich höre jetzt einfach mal immer ein bisschen, wie ich hier abkürzen kann. Um das Ganze zu beschleunigen. Nice Bild auf jeden Fall. Da lang oder da, wo das große Symbol ist? Ich glaube, erstmal da, wo nicht das Symbol ist, klingt doch nach einem guten Plan. Hello, Leute. Hier geht's noch weiter. Wo zum Teufel? Hier ist jetzt so ein Symbol. Welchem Symbol will ich folgen? Ich glaube, ich möchte erstmal dem anderen Symbol folgen, aber erstmal will ich wissen. Hier kann man. Interessant. Did Fred have any kids of his own? Nope. Not that I know of. He lived alone. He didn't really have any time for a family, I guess. He was always away or busy with his inventions. He could be gone for months at a time.
I never knew how soon I would see him again. Don't you think he felt lonely then? I think he was too caught up in his projects to feel lonely. It seems like he found new friends in the village, though. Maddie seemed to be especially fond of him, taking after all that he did. Maybe Fred was like a father to her. She didn't have a real father, right? If she was born from an egg. That's right. That's another thing we had in common. Nice. Erst in den Tod gejätet. Ja, ich bin gerade erstmal schauen, wo ich hier bin. Ah, hier ist das Symbol. Ich bin am Überlegen, ob ich erstmal da hinten weitergehe. Irgendwie konnte ich sprinten. Ich weiß nur gerade nicht mehr wie. Ah, so konnte ich sprinten. Nein, 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 nein. Ja, das war's. Eieieiei, jetzt stelle ich mich aber gerade wieder besonders peinlich an. Aber ich habe wieder herausgefunden, wie ich sprinte. So. So. Wo will ich hin? Da hinten. Das heißt, ich will den da. Okay, dann will ich doch lieber den. Ich verstehe. Das reicht nun. Ah, da wäre die nächste Plattform. Okay. Das reicht auf jeden Fall nicht. Aber immerhin. Okay, setzen. Nicht mein Tod. Nice. So. Und wusch. Wusch war mein Tod, wie ich sehe. Hey, 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 hey. So. Und wusch. Ja. So, und jetzt habe ich gesehen, dass da unten eine Plattform ist, auf die ich will. Weil das erscheint mir doch sehr weit. Deshalb will ich da auf die Plattform. Und das hat funktioniert. Aha. Lalalala. Lieber ein bisschen safe. Ich glaube, ich bin hier der Story gefolgt. Egal. Our name is Samuel, and we will do our best to assist you. Please tell us what brings you here. I told him that I was looking for my Uncle Fred. We should help. Do you know where he is? Fred left us without a word. If you aspire to find him, we can share with you a sacred crystal, a power core. Fred used their kind to power his suit. You can have it. If you return our Fred to us. The crystal? Sweet! Madeline, that was inappropriate. Your help will not be necessary. The crystal is not for you to have. What? I want to help finding Fred. Why couldn't I? Please, Madeline, that is impossible. None of us may enter the chasms. It is too dangerous. What's the danger? If Fred can do it, so can I. I say this for your own protection, Madeline. You are forbidden from entering the chasms. Just because you're afraid of what's outside the village doesn't mean I am. I'm nothing like you. I'll never be. We apologize. It is true that we want to keep her safe. But she does not understand. Behind us is the power core. Take it and go into the chasms. Find Fred, and if you see Madeline, take care of her. Okay. Ich denke, an dieser Stelle sammle ich den Kristall aus und sage für heute, jo, Pause. Bis zum nächsten Mal. Ich weiß, ein bisschen kürzer, aber dafür wird die nächste vielleicht ein bisschen länger. Und dafür habt ihr eine Folge mehr diese Woche. Bis zum nächsten Mal.